So, liebe Erdschleicher, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Gears of War Ultimate Edition. Ui! Die Locusts sind mal wieder überall. Nur nicht da. So. Oh. Komm. Guck mal, er läuft vor ihm her. Wer hat jetzt... Gott. Echt mal. Guter Schuss. Gute Schuss. Oh, warte mal. Das wollte ich gar nicht. Oh nein! Wo ist mein Lancer hin? Okay, dann nehmen wir halt die. Oh, verdammt! Ja. Was ist denn jetzt los auf einmal? Bin leer. Heute klappt auch irgendwie gar nichts. Habe ich denn noch an Waffen? Okay. Schön. Wer ist das? Sie kommen! Über! Schatten! Rechts! Boomer! Stirb endlich! So. Wir müssen Munition, können wir definitiv gebrauchen. Bin leer. Aber nicht mehr lange. So. Da kenne ich noch irgendwo eine Medaille rum. Glaube ich, irgendwo was gesehen. Lass mich nochmal kurz schauen. Ah, jetzt kann man schon die nächste Cutscene. Tja, wo wollen wir hin? Also ich hätte gesagt, wir gehen durchs Gebäude. Okay, dann mal los. Jetzt kann ich leider nicht mehr zurück, aber sei es drum. Prima. Munition. Munition. Was war Sapien? Sapien. Leiden. Markus, Unterstützung wäre gut. Ich wüsste, wo sie sind. Ich sehe sie ja nicht.
Gehen wir erstmal rüber. Okay, der Hammer der Morgenröte, der liegt da noch, glaube ich. So, warte mal, da waren noch Granaten, die nehme ich noch mit. So. Es viel lebt noch. Wow. Mal eine andere Knarre. Jetzt habe ich halt nur noch so eine krümelige Pistole. Kriegen halt auch echt nichts allein auf die Kette. Muss hier alles allein machen. Aber gut. Was soll's. Dennoch, den Hammer der Morgenröte, aber die andere Knarre ist leer. Kommt schon. Unterwegs. Muss ich das Ding jetzt nicht aufmachen? Oder sind noch irgendwelche Gegner am Leben? Wer hat es die ganze Zeit so? Ah, da ist noch was. Ah ja, hier. Markus, es gibt ein Problem am CCC. Die Tür ist von oben gesichert. Halt durch, Dom. Wir sind gleich... Bei der Morgenröte funktioniert nicht. Aber dafür haben wir andere Waffen, die funktionieren, wenn diese schon nicht geht. So, erstmal ein bisschen Munition snacken. Hoffen, dass ich nochmal jetzt eine andere Waffe kriege. Spätestens dann, wenn ich einen Gegner töte, der eine hat. Bert Rambo-mäßig metzelt sich einfach durch alles durch. Frag im Anflug. Ja, nimm's auf. Brauche
Munition. Das wäre geschafft. Gehen wir erstmal runter. Ein paar Granaten noch. Er hat ein bisschen rumgebackt. Oh, warte mal, da war noch Munition. Ja. Nehme ich, brauche ich. Dann haben wir der Morgenröte noch dabei. Das war zu schnell. Falls nochmal ein Gegner auftaucht, von den größeren, dann kann ich den weg airstriken. Nochmal Grenades, aber ich glaube, ich bin voll, ja. Damit kann ich leider nicht viel anfangen. Wow. Jäger. Dom, wir sitzen fest. Du müsstest in Position sein. Ja. Over. Verstanden, sind unterwegs. Lol. Er trifft genauso wenig wie ich. Na also, geht doch. Was zur Hölle? Was zum Henker? Dann halt so. Für die Unterstützung. Du weißt doch, darum sind wir hier. Okay, hier haben wir noch ein Geschütz. Das könnte ich, denke ich mal, nehmen. Oder Bert vielleicht. Ah, die Tanks. Achso, ich hätte es auch mit dem Geschütz erledigen können. Ja, okay. Aber die paar Kugeln, die ich jetzt dafür verballert habe, das ist schon in Ordnung. So, gibt's hier noch irgendwas? Nope. Nichts zum Einsammeln, keine Munition, kein gar nichts. Menschen! Hier Delta 1. Delta 2 versorgt die Verletzten und markiert den Abholbereich. Ist das Konservatorium bereit? Soweit ich weiß, ja, Delta 1. Dann ist das unser Weg. Der lange Weg nach Hause, vom Regen in die Traufe. Es reimt sich sogar. So. Sehen, ob in irgendeiner Ecke noch irgendwas liegt. Da liegt was. Lauter Barricades. Hammer der Morgenröte. Der liegt vielleicht nicht ohne Grund darum. Nehmen wir die Schrot mit. Die andere Waffe ist so gut wie leer. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr. Gut, dann vor zur Tür. Here we go.
Jack, ist. Mach die Tür auf. Nun, du weißt, was das heißt. Ja, ich weiß, was das heißt. In Deckung. Hammer der Morgenröte funktioniert nicht. Und mal kurz kratzen. Weiter geht's. Nein, der auch noch. Mach sofort die Tür auf. Zentrale, sind die Satelliten bereit? Jawohl. Also gut. Dom, lass den Hammer kreisen. Eine Made weniger. Noch mehr? So, weil er. Na ja, okay. Hier wurde ein Gang freigemacht. Ist hier noch irgendwas? Nein, es ist viel zu dunkel, um was zu sehen. Na gut. Jetzt können wir durch. Am Haus. Dieser Tag nimmt kein Ende. Ja, im Knast gab es wenigstens eine Pritsche und warmes Essen. Ja. Back to reality. Scheiße. Das ist leise, wir können ja nicht schleichen in diesem Spiel. Hier ist nix. Es gibt in diesem Spiel auch leider keine Karte. Mit dem Morgenröte. Auch das noch. Thank you.
Unaufhaltsame Bestie. So, jetzt. Oh, ich bin tot, verdammt. Ja, wenn ihr auf einen zuläuft und einen erwischt, ist man direkt tot. Deswegen ist es immer ratsam, weg vom Gegner. Come on. Hier die Säulen. Ah, verdammt, Alter. Das gibt's doch nicht. Immer so direkt auf einen Millimeter, weißt du? Die KI von dem Ding ist auch so ein bisschen stupid. Warum erleide ich denn jetzt Schaden? Ach, wegen dem Feuer. Naja. Okay, diese Kackbratze geht mir jetzt richtig hart auf die Eier. Ich werde das offscreen machen und bin sofort wieder zurück. Ich werde das nie wieder tun. Sicher. Von mir aus gern. So, geschafft. Jetzt kommen wir auch durch das Feuer PNG. Oh boy. Der Counter läuft ja immer noch. So, jetzt. Menschen. Lass mal sehen, ob hier noch irgendwo was liegt. Okay. Maybe it's something in this corner. Oh doch. Munition. Lancer? Na, wobei. Nö. Ich bleib mal bei der Schrotflinte. Ich glaube, mal so ein bisschen Waffenwechsel zwischendurch ist gar keine so dumme Idee. So, jetzt ballern wir hier durch weitere große Gänge. Ritschleicher. Oh!
Okay, come on. Ich kann das Loch halt nicht schließen, weil ich keine Dings hab. Keine Black Grenade. Jetzt stirb endlich. Okay, den will ich los. Genau, darum gibt mir Rückendeckung. Okay, das waren sie alle. Oh boy. Oh, warte mal, da hinten liegt noch Munition rum. Die nehmen wir natürlich mit. Na komm. Sonst noch irgendwas? Und hier kamen wir. Nö, sieht nicht danach aus. Okay. Dann mal rüber hier. Satellit außer Betrieb. Auch das noch. Und die haben Köpfe hier aufgespießt. Eine Warnung. Auch der noch. Ach, come on. Der Blumenkübel bietet mir ausreichend Schutz. Oh ja. Bereit zum Schuss. Okay, was haben wir? Egal. Boomer! Ausschalten! Mist! Hm? Wo ist er denn? Irgendwo da hinten. Sehen halt gar nicht. Ach, da. Boom. Wie da haben wir der Morgenröte eigentlich? Ne, der will nicht. Keine Munition mehr. Gut gemacht, Dom. Da kenne ich noch eine Munitionskiste rum. Ah, da. Perfekt. Können wir nicht hier rein? Ne. Er ist eh nix wahrscheinlich. Okay, dann hier. Kontrollpunkt.
Müssen wir den erst da wegbrennen? Nö. Okay, dann geht's hier durch. Er haut ab! Hinterher! Schleicher. Da hinten ist er. Ich habe halt nicht mehr so viel Munition, was die Schrotflinte angeht, aber was haben wir da noch? Ah. Okay. Hey. Ich werde mal so als Nice Guy einfach mal weglaufen. Da würde ich gucken, was hier noch ist. Ah, okay. Hier hätten wir von der anderen Seite aus hingehen können. Okay, dann werde ich die Gegner versuchen zu flankieren. Aber wir kommen hier nicht durch. Wie, was, wo? Ich habe halt keine Granaten. Oh no, Dom! Da will ich gerade hin, um ihm zu helfen, und dann ballert er mich in Stücke. Okay, liebe Freunde, aber ich glaube, wir sind hier auch an einem guten Punkt angekommen, um erstmal hier einen kurzen Cut zu machen. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen bei dieser Episode von Gears of War, der Ultimate Edition. Und wir machen jetzt gleich im Anschluss, beziehungsweise in der nächsten Folge hier direkt weiter. Ich werde jetzt nochmal den Kontrollpunkt laden und sehen wir uns wieder hoffentlich in der nächsten Episode. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!